Und noch so ein international angehender Sportrecke der Zukunft, liebe Züchter. Vier Lenze Jong ist auch dieser OS-gebrandete junge Springherr. Chakotage Blue PS heißt er. Ein Sohn des Chaco Blue, aus der unter Patrick Stühmeier selbst hoch erfolgreich Stute Contina. Auf der laufenden Saison wird er sie im anspruchsvollen Sport präsentieren dürfen. Der Herr im Sattel. Ja, Chakotage ist super gezogen. Sie wissen, dass wir auf die Stämme größten Wert legen. Denn nur die guten Stämme gewährleisten auch einen relativ sicheren Nachwuchs. Dies ist der Stamm der guten Schute Balubis Lady. Balubis Lady hat bei uns über Embryotransfer hervorragende Springpferde gemacht mit den verschiedensten Hengsten. Ihre Mutter war auch Mutter von Ukato, der in Holland Karriere gemacht hat als Deckhengst. Der letztjährige Weltcup-Finalsieger war ein Ukato. Und außerdem ist es der Stamm von Kalido. Die Großmutter von Balubis Lady, eine Romanstute, war auch Großmutter von Kalido. Die schon sehr bewährte Zusammenführung des Blutes von Chaco Blue, Nummer 1 der Welt, und Contagos, den wir nach meiner Meinung irgendwann da auch in der Weltrangliste sehen werden. Dieser Hengst ist noch sehr grün, kam erst im Spätherbst nach Mühlen, nachdem wir ihn in Lewitz angeritten hatten und er dann seine großen Qualitäten uns zeigte. Und da die Chaco-Söhne schon relativ, die wir haben, relativ ausgebucht sind, Chacoon Blue und Chacfly, ein Schimmel, ein Fuchs und jetzt haben wir auch einen Braunen. Er selbst im Typ eines Leistungspferdes, der aber auch springmäßig eigentlich alles mitbringt, was man sich von einem guten Pferd erwartet. Die Mutter Contina PS ja selbst unter Patrick Stühmeier schon 1,45 erfolgreich. Wird er vielleicht uns gleich sogar mitteilen können über die Gemeinsamkeiten dieses Superstamms. Dreifache Hengstmutter ist sie ja schon. 5 Top-Pferde hat sie der Zucht von Paul Schockemöhle schon geschenkt. Ja, und diese Schute Contina, sicherlich ein absolutes Top-Springpferd. Sie hat sich so vererbt, dass ich überlege, für sie kein Geld zu nehmen, sondern wieder sie nach Lewitz zu schicken. Ist dann sicherlich eine der teuersten Zuchtstuten in Deutschland. Aber diese Entscheidung hast du ja schon oft und richtig gefällt. Und auch bei ihm sieht man schon, dass wir eben auch sehr viel Wert auf Rittigkeit legen. Obwohl er noch sehr grün ist, ist er sehr rittig, kann man schon sehr gut beobachten. Natürlich auch hervorragend dargestellt von Patrick Stühlmeier, der doch schon einige Jahre bei uns ist und worüber wir natürlich auch sehr froh sind. Ja.
Dankeschön. Als wolle er dem Stammvater Kalido, der in diesem Jahr ja sein 30-jähriges Beschäler-Jubiläum hat feiern dürfen, eine Freude machen, seine Art und Weise, sich hier über Sprünge zu bewegen. Rettigkeit und Balance, das ist die große Überschrift mit Chakotage Blue PS und Patrick Stühlmeier.